Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Thüringen und gehen die Schluchtentour bei Eisenach. In Begleitung sind diesmal Jessie und Willi dabei. Die Strecke wird 11,6 Kilometer lang sein und uns über 222 Höhenmeter führen. Wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke ist, dann bleibt dran. Wir befinden uns jetzt bei der Hälfte der Tour. Zeit für unser Zwischenfazit. Ja, bisher sind wir vor allem von den schönen Herbstfarben hier beeindruckt. An der Schlucht der Weg war auch sehr idyllisch und zwischendrin gab es auch immer schon mal ein paar schöne Aussichten. Und wir freuen uns natürlich auf das, was noch kommt.
Wir sind am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es ist eine waldreiche Wanderung, die schön am Wasser entlang führt und auch Schluchten bietet. Es gibt mehrere schmale Pfade und auch ein kurzes Stück an der Straße, was aber auch nicht so doll ins Gewicht fällt. Als Tipp würde ich hervorheben, starte die Wanderung am Parkplatz Hohe Sonne und geh dann erstmal Richtung Landgrafenschlucht. Da habt ihr die Drachenschlucht als letztes großes Highlight. Und vor allem, kommt unter der Woche und nicht, wenn Ferien sind. Ja, da wären wir direkt auch bei dem Negativen dabei. Es war hier doch relativ starker Andrang und man konnte an der Drachenschlucht kaum anhalten, weil so viele Leute da waren. Und ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es so ungefähr ab Kilometer 9 noch so einen extra Bogen gibt, der jetzt nicht sonderlich spannend ist. Also wenn man jetzt noch einkehren möchte, ist er vielleicht ganz nett, aber sonst könnte man ihn eventuell auch auslassen. Highlight war auf jeden Fall die wunderschöne Drachenschlucht für uns und natürlich auch dieser schöne Herbstwald und zwischendrin auch ein paar Aussichten. Abschließend würden wir sagen, dass wir der Tour 8 von 10 Punkten geben. Ja, an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an die Begleitung. Michael ist ja heute leider nicht dabei. Der hat ja immer noch seinen Fuß lädiert und wartet jetzt auf unsere Rückkehr. Deswegen seid auch nicht so streng, falls die Kameraaufnahmen nicht so perfekt geworden sind. Ich bin kameramäßig nicht so geübt wie der Micha, aber ich habe ja auch ein bisschen Unterstützung gehabt. Also wir hoffen, es wird doch ganz gut. Also wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Abo, liken, kommentieren. Werden wir mit zitieren. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Thüringen und wir gehen die Schluchtentour bei Eisenach. Und wir haben diesmal auch... Nein, sag ich schon wir. Fängt schon gut an, nochmal. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Thüringen und wir gehen die Schluchtentour bei Eisenach. Und in Begleitung haben wir Jessie und Willi dabei. Ach, jetzt habe ich schon wieder wir. Oh. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Thüringen und wir gehen die Schluchtentour bei Eisenach. In Begleitung sind Jessie und Willi dabei. Die Strecke ist... Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist nicht besser. Das geht nicht schneller dadurch. Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in Thüringen und wir gehen die Schluchtentour bei Eisenach. In Begleitung sind diesmal Jessie und Willi dabei. Die Strecke wird 11,6 Kilometer lang sein und uns ungefähr über 222 Höhenmeter führen. Wenn ihr wissen... Wenn ihr wissen wollt, wie die Strecke ist, dann bleibt dran. Oh Mann, jetzt hat der Michael...